Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier und mit den Römern hier noch unterwegs, ganz genau mit dem guten alten Marius. Gaius Marius, was wollt ihr? Und genau, wir waren beim letzten Mal hier unterwegs und mussten hier noch ein paar Germanen platt machen. Allerdings wussten wir ja beim letzten Mal nicht, wie wir dahin kommen, ne? Beziehungsweise nicht, wie wir da hinkommen. Wo die Gegner noch sind. Und ja, da habt ihr mir einen sehr guten Tipp gegeben. Und zwar, ich sollte doch mal hier oben in die Ecke schauen. Beziehungsweise, das habe ich auch in einem Video gesehen, dass wir hier oben in die Ecke schauen müssen. Finde ich sehr cool tatsächlich. Aber was die KI hier macht, finde ich nicht so cool, um ehrlich zu sein. Scheiße. Ah ja, gut. Lass die mal ihren Weg finden. Und ja, hier oben sollen noch ein paar Gegner sein. Dann gucken wir doch einfach mal da. Ich könnte jetzt auch die Bürger vorschicken, aber das wäre, glaube ich, glatter Selbstmord. Vielleicht seht ihr das. Ich habe noch eine Kleinigkeit verändert. Und zwar, ich habe das tatsächlich hinbekommen, dass wir das Spiel ein bisschen rausgezoomt haben, tatsächlich. Ja. Ging allerdings nur mit einer Cheat Engine. Also, das ist ein bisschen schade, finde ich, dass das standardmäßig extrem tief reingezoomt ist. Aber schaut mal, jetzt können wir auch hier so zoomen. Das ist natürlich auch cool, ne? Aber ich lasse das. Ja, der Zoom, der sieht ein bisschen verbuggt aus. Aber hey, ist nicht schlimm, Freunde. Hauptsache, wir können ein bisschen mehr rauszoomen. Auch wenn wir hier zwar manchmal diesen Nebel im Weg haben. Das sieht man hier unten ganz krass. Schaut mal diesen Nebel hier an. Aber das ist komisch, ne? Wenn es so geht, dann geht es. Aber wenn ich reingezoomt bin, aber wenn ich rauszoome, dann kommt dieser übelste Nebel hier. Aber gut, soll uns erstmal nicht weiter stören. Hauptsache, wir haben es ein bisschen weiter rausgezoomt tatsächlich. Und die andere Hauptsache ist, dass wir hier weiterkommen. Ja, Freunde, hier in diesem Schatten, da sind noch Gegner. Genau, und dann machen wir uns da doch einfach mal auf den Weg, würde ich sagen. Und ja, ich nehme das nach wie vor an einem Sonntagabend auf, wie immer eigentlich. Ich hatte mir das eigentlich mal vorgenommen, dass ich freitags aufnehme, aber irgendwie schaffe ich das freitags nie. Keine Ahnung, ich bin dann zu kaputt von der Woche so ungefähr. Und ja, deshalb muss ich mich da eher freitags mal ein bisschen entspannen, aber das ist ja nicht schlimm. Wir kriegen ja trotzdem hier unsere Empire-Folgen. Hey, alles klar. Dann würde ich sagen, bereiten wir uns doch einfach mal auf die Schlacht vor. Hier ist nämlich noch ein Weg, wo wir noch nicht waren. Seht ihr das? Hier ist noch ein Weg, wo wir noch nicht waren. Und genau hier müssen wir hin. Genau hier müssen wir hin, Freunde. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Da sind sie. Ha, seht ihr das? Das sind ziemlich viele. Ziemlich viele Barbaren hier. So, komm, die kriegt ihr aber, oder? Komm, die schafft ihr. Aha, fette Schlacht hier. So, wo ist der Marius? Wo ist der Marius? Quintus, okay. Oh Gott. Ah ne, das ist die Bronzekavallerie. Wo ist der Marius? Gut, dann macht ihr mal diese Türme hier kaputt, ja? Wartet mal. So, mach mal diesen Turm da kaputt. Genau. Und kabäm. Die Welt ist nicht genug, genau. So, dann machen wir doch einfach mal weiter hier, würde ich sagen. Palisaden. Achso, nee, das sind nur Mauern, okay. Teutonen gibt's hier noch. Ach krass, okay. Ja, das schaffen wir, kommt. Das, ach du Heilige! Einen Katapult! So, ach du Heilige, die haben aber ganz schön viel hier, muss ich sagen. Na komm, dann. Komm, die kriegt ja kaputt hier. Och du Heilige! Okay. Hey, König Ulf hier. Mach den mal kaputt, los. König Ulf hier. So. Sehr schön. Jetzt kehre ich nach Rom zurück, um meinen Sieg auszukosten und den Lorbeer entgegenzunehmen, den ich mir redlich verdient habe. Schau dich das an. Wir haben gesiegt. Oh Gott.
Aber die Schlacht, die sah ziemlich übel für uns aus. Guckt euch das an. Guckt mal, wie viele Leute die hier hatten. Ich glaube, die haben sich alle hier oben verschanzt, hä? Oh Gott. Und der Marius, der hat einiges abgekriegt. Aber gut, Freunde, wir haben es geschafft tatsächlich. Jawohl, wir haben endlich die erste Mission der Römer geschafft. Das ist ja auch mal ein Erfolg. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Ich hoffe, dass das Spiel jetzt nicht abstürzt. Weil ich da ein bisschen mit der Cheat Engine rumgefuscht habe. Aber nein, okay. Mission 2 von 6. Wiederherstellung der Republik. Dann hören wir uns das doch Und so mal an. kam es, dass Marius nach seinen Erfolgen gegen die germanischen Stämme nach Hause zurückkehrte und von den Bürgern Roms mit Rosenblättern und guten Wünschen überschüttet wurde. In den folgenden Jahren wurde Marius immer wieder zum Konsul gewählt. Aber das Leben eines friedlichen Verwalters lag dem großen Kriegsführer nicht, da sein überragendes Geschick auf dem Schlachtfeld seine politischen und gesetzgeberischen Fähigkeiten bei weitem übertraf. Marius' Verdienste wurden schnell vergessen, während sein einstiger Leutnant Sulla sich als talentierter General und ehrgeiziger Konkurrent in der Politik Roms erwies. Marius reiste dann nach Kleinasien, um dort Mithridates zu treffen, den König von Pontus, einer wachsenden Macht in dieser Region. Vielleicht wollte Gaius Marius unbedingt erneut seinen Wert auf dem Schlachtfeld unter Beweis stellen, denn er beleidigte und schikanierte Mithridates, der den bei ihm zu Besuch weilenden römischen Würdenträgern in der Rolle eines vollendeten Gastgebers entgegentrat. Als Marius schließlich nach Rom zurückkehrte, hatte er nichts weiter erreicht als den Verlust seines Ansehens. Sulla hingegen unterstützte Rom bei der Niederschlagung von Aufständen in Italien und erlangte dadurch unglaublichen Ruhm und große Beliebtheit. Schließlich wurde er zum Konsul erhoben und aufgefordert, die Legionen Roms gegen Mithridates zu führen, der Rom gegenüber immer feindseliger auftrat. Zunächst sah es so aus, als würde Marius aus dem Dienst an der Öffentlichkeit verschwinden. Doch dann änderte der Senat seine Meinung, hob Sullas Ernennung auf und forderte an seiner Stelle Marius auf, Rom gegen Mithridates zu führen. Sulla stieß rasch zu seinen Legionen und stellte fest, dass ihn all seine Truppen unterstützen würden, wenn er sich Rom widersetzte. Die meisten seiner Soldaten gehörten den Klassen der Armen und Sklaven an und verdankten alles, was sie besaßen oder künftig besitzen würden, dem Erfolg ihres Anführers. Sulla marschierte unverzüglich auf Rom und nahm die Stadt in einem Überraschungsschlag ein. Marius, der einzige Mann, von dem man potenziellen Widerstand gegen diese Unverfrorenheit erwarten konnte, wurde aus Rom verbannt. Seine politischen Unterstützer wurden schleunigst exekutiert und durch Sullas eigene, ihm ergebene Politiker ersetzt. Marius floh aus der Stadt und schiffte sich nach Karthago ein, wo er unterzutauchen hoffte, bis er neue Pläne schmieden konnte. Viele von Marius' ehemaligen Soldaten, Veteranen der Kriege gegen Jugurtha, lebten in Karthago und als sie von Marius loshörten, unterstützten und beschützten sie ihren Gönner und Helden. Als Marius die Kunde vernahm, dass Sulla gegen Kleinasien marschierte, wusste er, dass die Zeit gekommen war, Rache zu nehmen. Uiuiui, Freunde, das hört sich ja ganz schön krass an. Karthago, also Nordafrika. Okay. Und aus Chroniken der Republik. Schade, dass die Musik jetzt gerade aufhört. Aber ja, es ist quasi also ein interner Kampf quasi von den Römern. Und ja, da hat sich der, wie heißt der Sulla, der hat sich gegen uns gestellt, gegen Marius. Und genau, er hat uns hier raus vertrieben und ja, wir sollen uns jetzt wieder gegen ihn stellen und wir müssen Rom wieder einnehmen, denke ich mal. Missionsziel. Werben Sie in Karthago Hilfe für Marius an. Marius muss überleben. Alles klar. Boah, schaut mal die Karte. Das ist echt detailgetreu hier. Also wirklich realistisch auch, ne? Italien hier, Sizilien, Karthago. Cool. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, jo. Starten wir doch einfach mal, würde ich sagen.
Jawohl. Akazin. Genau. 88 vor Christus. Römisches Karthago, Nordafrika. Gaius Marius plant einen Rachefeldzug gegen seine Feinde in Rom. Sieht schön aus, ja? Sieht echt schön aus, diese antike Stadt. Verflucht sei das Haus Sulla. Diesen Verrat soll er mir teuer bezahlen. Rom wird einen Diktator nicht tolerieren. Marius, seid ihr das? Den Göttern sei Dank, ihr lebt. Als uns die jüngsten Ereignisse in Rom zu Ohren kamen, fürchteten wir schon, Sulla habe euch gefangen genommen oder gar Schlimmeres zugefügt. Was wollt ihr nun unternehmen? Was immer es ist, ihr dürft auf unsere Hilfe zählen. Vielleicht sollten wir die Karthager um Unterstützung bitten. Salve, edle Karthager. Ich bin Marius, ehemaliger Konsul von Rom. Ich komme zu euch, um eure Unterstützung zu erbitten. Die Republik ist auf Gedeih und Verderb einem Diktator ausgeliefert. Und ich bitte euch um jede Hilfe, die ihr mir gewähren wollt, um die Republik von dieser verräterischen Schlange Sulla zu befreien. Wir wissen, wer ihr seid, Marius. Glaubt ihr, wir hätten vergessen, wer vor nicht allzu langer Zeit Jugurtha besiegt hat? Wir verstehen eure Situation, aber leider haben wir nicht viel, das wir als Unterstützung anbieten können. Helft ihr uns allerdings, gegen die wieder aufflammenden Raubzüge eines Jugurthaner-Stammes auf unsere Binnenhandelswege vorzugehen, könnten wir die örtlichen Kaufleute dazu bringen, euch Schiffe und Nachschub für eure Sache zur Verfügung zu stellen. So sei es. Wir werden diese Banditen für euch beseitigen. Wo sind sie zuletzt gesehen worden? Zwischen den Hügeln im Südwesten. Ihr eigentliches Lager wird jedoch eher weiter unten an der Straße vermutet. Ich sehe, ich habe sie doch da schon gesehen, oben links. Ganz genau, Freunde. Okay, dann, was haben wir jetzt für Mission? Bringen Sie Ihre Streitkräfte nach Südwesten zwischen die Hügel. Zerstören Sie alle jugurtischen Einheiten und Gebäude. Südwesten, ja, ich habe die doch hier schon stehen sehen. Also wirklich, okay. Können wir Einheiten bauen? Nein, können wir nicht. Da ist ein Bürger, ein Karthager, da ist Marius wieder, sehr gut. Und was haben wir hier noch? Wir haben null Ressourcen, okay. Römische Legionäre haben wir aber, okay, dann Richtung Südwesten, damit die uns hier helfen. Diplomaten, okay. Nach Elysium. Da sind sie doch, seht ihr das? Genau das habe ich doch gesehen schon. In der Cutscene hier. Keine Chance habt ihr. Weil wir einen schönen Heiler dabei haben. Nämlich Marius Gaius. Ach, ja doch. Marius Gaius, genau. Gut, dann macht ihr kaputt. Lasst ihn kotzen. Sehr gut. So, was haben wir jetzt hier noch? Haben wir hier noch irgendwas, Freunde? Und ja, zweite Mission der Römerkampagne. Das ist echt interessant. Also, wie gesagt, auch noch nie gespielt, das Ding hier. Oh, da sind noch mehr, okay. Okay. Steinzeithäuser. Was wollt ihr denn? Was ist das denn da für einer? Ägyptischer Krieger, ui. Na komm, der macht diese Steinzeithütte kaputt. Das ist ja echt... Na gut, der Zoom, der klappt irgendwie nicht mehr. Aber Hauptsache, wir konnten weiter rauszoomen. Und das ist ja die Hauptsache, oder? Zum Glück gibt es sowas wie die Cheat Engine. Alles klar, das war's doch dann. Genau. Alle Numider in diesem Gebiet wurden besiegt. Kehren Sie nach Karthago zurück, um den Dank der Händler entgegenzunehmen. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Okay. Dann... Hey, wir haben hier alle platt gemacht. warum teilt ihr euch auf? Was zur Hölle? Was macht ihr? Warum teilt ihr euch auf, Freunde? So. Wartet mal hier auf die anderen. Was seid ihr denn für asoziale Leute? Also wirklich. Bam, 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 bam. Ich liebe diese Musik. Bam, bam, bam. Ist das ein Ritter? Keine Ahnung. Cutscene! Marius, hier sind ein Schiff und einige Vorräte. Wir haben außerdem Gerüchte über einen verrückten Mann auf der Insel Sardinien gehört, von dem gesagt wird, er bewache einen riesigen Schatz.
Wahrscheinlich stimmt die Geschichte nicht, aber vielleicht wollt ihr trotzdem nachsehen. Ausgezeichnet. Ich kenne einen Landeplatz, der weit genug von Rom entfernt ist, um dort unbemerkt zu bleiben und nahe genug an Etruria liegt, um dort rasch Unterstützungstruppen zu rekrutieren. Ich fürchte, wenn wir an irgendeiner anderen Stelle der Halbinsel landen, werden wir sofort gefangen genommen. Was Sardinien angeht, so könnte es sich auszahlen, der Sache nachzugehen. Oh, naja gut, ich denke schon, dass das stimmt. Da oben. Okay, da sollen wir also landen. Okay. Alles klar, dann haben wir ein neues Missionsziel. Bringen Sie Marius und seine Truppen zu der angewiesenen Landezone in Norditalien. Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie es, irgendwo anders auf dem Festland Italiens zu landen. Okay, wenn die das schon so sagen, dann machen wir das doch so. Gut, Freunde. Was haben wir? Oh! Wir haben einen Kriegselefanten. Cool. Okay. Sehr schön, Freunde. Das heißt, wir können... Au. Au. Bleib mal hier, Transporter. Transporter aus der Bronzezeit hier. Cool. Setzt Segel, genau. Die Elefanten hier, ey. Ah, verdammt. Gut, kann ich noch irgendjemanden hier aufwerten? Gold. Die brauchen, warum brauchen die alle Gold und Holz? So. Die? Okay. Egal, Freunde. Ich würde sagen, marschieren wir mal darauf zu. Und ich glaube schon, dass das so richtig ist mit der Geschichte, wie sie da sagen. So, wunderbar hier. Weil warum sollte es die Geschichte in einem Videospiel sonst geben, wenn das nicht stimmt? Also natürlich stimmt das. So, wir müssen also da oben landen und auf keinen Fall irgendeinen Stress machen. Okay, Freunde, dann speicher das mal bitte. Ich möchte nämlich nicht wieder alles von vorne spielen. Römer speichern. Ja, bitte überschreiben. Was macht ihr denn? Fahrt doch hier oben hin. Ihr sollt ja oben landen, verdammt nochmal. So, ja, es ist ein bisschen neblig hier gerade. Das liegt aber auch an der Cheat Engine, die ich hier einsetze. Weil normalerweise sieht es so aus, Freunde. Aber, ja, wie gesagt, gegen den Nebel kann ich jetzt leider nichts tun gerade. Es ist halt der Preis, den man für einen guten Zoom zahlen muss. Okay, alles klar. Es sei denn, man kann das irgendwie abstellen. Wenn ja, dann sagt mir das bitte. Och, du Heilige! Wir müssen umkehren. Zwei Schlachtschiffe patrouillieren in der Landezone. Vielleicht finden wir etwas, um sie wegzulocken. Oh Gott. Okay, umdrehen, 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 umdrehen. Alle Mann an Deck, setzt Segel. Ja. Und nu? Wir kommen da nicht hin, ne? Wartet mal, das hier ist Sizilien, oder? Ja, aber da kommen wir nicht an Land, oder? Doch, da kommen wir an Land. Ja, aber was würde es bringen? Was würde das bringen, hier an Land zu gehen? Ich glaube, nix. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen, um die abzulenken? Ich meine, da sind Kriegsschiffe. Ja, da sind Kriegsschiffe. Oh, scheiße. Vielleicht finden wir was, um sie abzulenken. Aber ihr sagt mir nicht was. Das ist ja... Das ist ja echt geil wieder, echt. Oh Mann. Der heilt sich auch noch nicht mal. Oh, verdammt. Nein, doch nicht. Warum fahrt ihr denn zurück? Scheiße. Wie gut, dass ich gespeichert habe, Freunde. Wie gut, dass ich gespeichert habe. Alles klar. Dann frage ich mich aber langsam wirklich, ja. Was sollen wir da machen, ey? Also, gegen die Kriegsschiffe können wir nicht. Das ist, nee.
Dead End hier. Okay. Dann versuchen wir das doch einfach nochmal. So. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid beim guten alten Empire Earth. Hoffe, es geht euch gut. Nach wie vor, obwohl auch, ja. Und die schwierige Zeit ist ja langsam zu Ende, also was Pandemie und sowas angeht. Gott sei Dank, also ich, lange hätte ich das nicht mehr durchgehalten, aber gut. So, dann gucken wir mal hier rechts, ob es hier irgendwas gibt. Ja, ja, wir müssen umkehren. So. Oh, da habe ich die Karte kurz gesehen. Und irgendwo anders an Land gehen, haben sie gesagt, ist nicht, ne? Ja, aber was soll ich dann machen, um die abzulenken? Ihr seid lustig, echt. Was soll ich da machen, um die abzulenken? Das ist ja mal wieder richtig toll vom Spiel, weißt du? Bringen sie, ja, okay, aber... wie soll ich das denn machen, sagt mal? Irgendwas, um die abzulenken? Ja, keine Ahnung. Pff. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also, das ist gerade ein bisschen verwirrend. So wie auch schon in der letzten Mission. Oh, was ist denn hier? Hier können wir auch landen. Dann lande. Da will ich... Ah, verdammt. Nee. Da komme ich leider auch nicht durch, oder? Da komme ich... Doch? Nee, komme ich nicht. Shit. Okay, alles klar. Dann geht mal wieder hier rein. Verdammt. Es wäre so cool geworden. Naja, gut. Dann muss ich aber doch irgendwas finden, was diese Kriegsschiffe ablenkt. Ich meine... was meinen die mit ablenken? Ich meine, wir haben ja nichts. Wir haben ja nur diese blöden zwei Transporter mit einer AB drauf. Können wir hier irgendwo landen? Nee, können wir auch nicht. Ach, die sind das schon wieder. Die geben uns auch wieder keine Tipps hier. Ein Artefakt. Was ist denn das? Ein Artefakt. Okay. Warum kriegen wir jetzt hier die Pest? Was bringt denn das Artefakt? Scheiße. Was wollt ihr? Geht bitte da rein, weil dann kriegt ihr nämlich keine Schaden. Oh Gott, das hätte ich nicht machen sollen. Hallo? Bevor ihr stirbt hier. Ach, jetzt. Ja, toll. Jetzt geht doch da rein. Ne, ihr geht nicht da rein. Was ist denn das? Was zur Hölle ist denn das? Also, irgendwas ist hier komisch gerade. Irgendwas ist hier wieder saukomisch. Ja, gut. Was haben wir hier auf dieser kleinen... Ach, du Heilige! Was? Aha, ihr kommt wegen meines Schatzes, stimmt's? Na, dann wollen wir einmal sehen, was in euch steckt. Ah, der Schatz also. Okay. Ja, dann mach die platt. Los. Mach den kaputt. Karal ist der Wahnsinnige. Was? Okay. Ihr seid wirklich mächtig. Meine Insel mitsamt allen Einwohnern gehört euch. Und ihr könnt nach Belieben über sie verfügen. Aber ich erbitte Gnade von euch. Wir haben nur deshalb die Waffen gegen euch erhoben, weil wir nach den jüngsten Wirren in Rom nicht mehr wissen, wem wir trauen können. Dann seid zufrieden, dass wir Römer sind, denen ihr trauen könnt. Mein Name ist Gaius Marius. Und ich beabsichtige, Rom aus den schmutzigen Händen von Sullas Lakaien zu reißen. Die Republik zurückzubringen. Hauptsache, die haben noch auf ihn ein. Dann möchte ich euch etwas zeigen. Hauptsache, die hauen noch auf den ein, wisst ihr? Ja, dann zeig uns mal was.
Ja? Eine Sache noch, Marius. Ihr werdet Hilfe brauchen, um an den Schiffspatrouillen vorbeizukommen. Ich habe einen Geschäftspartner, der die römischen Kriegsschiffe in der Nähe der Stelle ablenken kann, an der ihr landen wollt. Im Gegenzug bittet er lediglich darum, dass ihr ihm seine Schiffswerft in Sizilien wieder beschafft, die Sullas Männer ihm unrechtmäßig abgenommen haben. Aha, es geht also hier... Ah, das war also die Ablenkung. Okay, Freunde, alles klar. Und wir haben hier tatsächlich ein Dorf mit Kaserne. Und mit Bürgern. Das ist natürlich mal mega cool. So, jetzt haben wir wieder hier unser Affentrakt. Ihr habt 1000 Einheiten Gold gefunden. Holy shit, das ist schon ordentlich. Rekrutieren Sie die Bürger auf Sardinien oder benutzen Sie Ressourcen für Ihre Zugangsstreitkräfte zu sammeln? Ich glaube, ich werde die für Ressourcen benutzen, die Bürger. Ich brauche die nicht als Armee. Gut, Freunde, aber ich würde mal sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Die Folge ist schon wieder voll, leider. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter an den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.